Mein Name ist Elisa Vanessa Wilfinger. Ich arbeite bei der Firma Erst Elektro-Regeltechnik Steiner GmbH in Greinbach als angehende Elektrikerin und mache Lehre mit Matura. Ich war nie der typische Lernmensch. Also ich habe das nicht ausgehalten, dass ich da jetzt ein Schuljahr sitze und lerne und lerne und lerne und lerne. Das war mir zu. Also ich wollte was tun, ich wollte nicht so sitzen und kein Geld verdienen. Aber so ist es einfach viel besser, wenn du Lehre mit Matura machst, also die Lehre mit Matura kombinierst. Aber aus dem Prinzip, du hast dann das Praktische vom Lehrberuf, machst aber auch Matura dazu, und wenn du in der Schule bist, dann ist das halt nur Theorie, Theorie, Theorie und fast kaum Praxis. Das wollte ich nicht. Und so ist es einfach besser, wenn man deine Praxis hat in der Firma. Du kommst da unter andere Leute nicht. Und dann bei der Matura hast du wieder andere Leute, du hast wieder mehr Gaudi. Und das ist dann nicht so zart, weil sonst sitzt den ganzen Tag bis auf die Nacht in der Schule und der redet und redet und dann denkt man so, ach, schlimm. Es ist einfach viel lockerer und da ist auch mehr Spaß dahinter. Und du verstehst ja mit den Leuten ganz super. Also ist alles. Das Verhältnis zwischen Schüler und Trainer ist einfach super. Dadurch, dass ich Deutsch gemacht habe, kann ich nur über den Ausbildenden halt reden, wie der war. Und ich muss sagen, er war locker, wirklich locker. Du hast alles haben können für ihn, aber er hat dir halt auch was beigebracht. Also es war nicht so, er war locker, hat nur Spaß gemacht und du hast nichts gelernt, sondern du hast auch wirklich was gelernt. Aber es war locker. Die Matura ist, also wenn du einen Gegenstand machst, der dauert halt 1,5 Jahre, nicht? Und das ist dann eh nur einmal in der Woche, also das ist dann zum Durchdrucken, sage ich mal. Es ist halt schwer, das in dem technischen Beruf mit der Baustelle zu kombinieren, dass ich um Punkt 6 Uhr im BFI bin. Das ist schwer, aber bis jetzt hat es gut funktioniert, muss ich sagen. Aber ich war nie das typische Mädchen in einem Frauenberuf. Ich wollte nie einen Frauenberuf machen, erstens wegen Verdienst. Und dadurch, dass mein Bruder Elektriker war, oder noch ist, sagen wir so, bin ich dadurch auf das aufmerksam geworden und das hat mich dann auch interessiert. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso soll ich es nicht ausprobieren? Und dann ist es so gekommen, dass ich bei der Firma angefangen habe. Die meisten Betriebe suchen eigentlich nur mehr Leute, die was Matura haben. Deswegen habe ich gesagt, ja, ich mache das. Und ich hoffe daraus, dass ich dann in Zukunft vielleicht ins Büro gehe und dass ich dann so Projektmanagement oder irgend sowas mache.